Moin, 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 meine Lieben. Ich habe gerade aus Langeweile mal mein Mega-Turrican auseinandergebaut, was ja defekt war. Und ich habe es repariert. Es war eine kalte Lötstelle und zwei Leiterbahnen haben sich durch irgend so eine kleine weiße Masse berührt. Und es läuft wieder. Ich habe es getestet, wie man im Video auch sieht. Es läuft einwandfrei. Yes! Und ich muss nicht nochmal 300 € ausgeben, sondern es läuft. Juhu!